Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Ich habe mir ein Aquarium gegönnt. Ich habe noch einen alten Fisch in meiner Tasche gefunden und dachte mir, Mensch, den packe ich nicht wieder in den Schrank. Er ist allerdings schon so ein bisschen schwarz. Eigentlich müsste der bunter aussehen. Okay, dann habe ich noch einen zweiten gefangen. Mehr Fische sind noch nicht drin. Das war aber nur so zur Deko. Ich habe ein bisschen hier nochmal eine Befestigung angebracht und habe mir überlegt, ich baue eine Modifizierungsstation und ich habe alles, was ich dazu brauche, bereits in der Tasche plus einiges mehr. Und warum, verrate ich euch gleich im nächsten Schritt, aber erstmal stellen wir die irgendwo hin, vielleicht hier vor die Aussicht. Da ist sie nicht im Weg. So, Modifizierungsstation, die brauche ich ja für irgendwelche Erweiterungen und da das hier, glaube ich, eine meiner Hauptbasen ist, werde ich die sicherlich immer wieder brauchen. Was ich außerdem ohne Kamera gemacht habe, ich bin noch zweimal, glaube ich, oder so zum alten Wrack des Zyklopen zurück. Deswegen habe ich hier auch so viele Schränke. Ich habe alles zerlegt, was da rumstand an Gerätschaften. Ich habe den Fabrikator abgebaut und ihn hier wieder aufgebaut, was ganz praktisch ist. Und genau, was ich nämlich auch festgestellt habe, ich habe die alten Energiezellen aus dem Zyklopenwrack auch noch retten können. Die lade ich gerade hier so nach und nach auf. Und pack, glaube ich, halt, falscher Schrank, die hier mal mit rein. Die zwei, die ich gerade aufgeladen habe. Und was ich auch retten konnte, jetzt muss ich nur rausfinden, wo ich das hingepackt hatte. Das war das Tiefenmodul aus dem alten Zyklopen. Ich glaube, ich habe es oben. Ich guck mal. Und was ich ja gerne machen wollen würde, ist meinem Zyklopen, dem oben, ein Tiefenmodul spendieren, ein besseres. Und hier, ich habe ein Tiefenmodul Stufe 1. In dem Zyklopen oben ist natürlich auch eins drin, aber das hier kann ich jetzt gleich mit dreimal Nickelerz und diesen Sachen hier, oder einem Teil davon, zu einem Stufe 2 ausbauen. Das nehme ich dann mit und packe es da rein. Und dann muss ich eigentlich nur noch überlegen, was brauche ich für diesen, für dieses Abwehrsystem. Es gab so ein Abwehrsystem auch für den Zyklopen. Schildgenerator. Energiezelle habe ich, erweiterten Kabelsatz kann ich machen. Polyanilin habe ich auch. Die muss ich allerdings, glaube ich, im Zyklopen machen. Das heißt Polyanilin und einen erweiterten. Hier habe ich einen normalen Kabelsatz, den können wir ausbauen. Und Polyanilin habe ich, glaube ich, unten. Die Energiezelle nehme ich mit. Am liebsten würde ich alle drei Fahrzeuge mitnehmen. Also ich würde gerne auch eine Seemotte mit hier runternehmen, aber jetzt machen wir erstmal das Zyklop-Tiefenmodul Stufe 2. Ich habe auch noch ein bisschen Nickel gesammelt, damit das nicht so knapp ist, mit Hilfe des Scannerraums, was ganz praktisch ist. Was ich gesehen habe, was ziemlich knapp ist, sind Diamanten. Können wir mal gucken, ob hier welche sind. Dann würde ich die unterwegs mitnehmen. Ne, Diamanten gibt es hier gerade gar nicht. Und auch kein... Ich glaube, Magnetit habe ich noch genug im alten Zyklopenwrack gefunden. Mit dem Lithium habe ich hier noch ein bisschen alles stabilisiert. So. Ich wollte einen erweiterten Kabelsatz machen. Was brauche ich denn dafür? Erweiterter Kabelsatz. Zweimal Gold und ein Computerchip. Das habe ich alles schon hier. Ich habe ein paar Computerchips gemacht. Ah, hier habe ich auch Polyanilin. Das nehme ich doch auch gleich mit. Gold. Habe ich eine ganze Kiste voll. Und dann mache ich damit meinen erweiterten Kabelsatz. Und dann ist der Plan nämlich, ich gehe den Zyklopen holen. Ich habe den Leviathan da oben nicht mehr gesehen. Also auf keinem meiner Ausflüge zum Wrack. Vielleicht schaffe ich es, den Zyklopen hier runterzufahren. Wenn nicht, habe ich echt ein Problem. Aber dann habe ich hier wenigstens eine Basis, zu der ich schwimmen kann. Und ich riskiere dabei natürlich den Krebs, aber hey, dafür werde ich eine Lösung finden. So, jetzt habe ich in der Tasche einen erweiterten Kabelsatz, Polyanilin. Ich gucke gleich nochmal, was ich
sonst noch dafür brauchte. Zyklop-Tiefenmodul. Den würde ich auch gern machen. Dafür brauche ich Kyanit. Das hoffe ich heute mal zu finden. Wo sind wir noch? Hier, Zyklop-Erweiterungen, den Schildgenerator. Alles dafür habe ich in der Tasche. Dann brauchen wir nur noch den Zyklopen. Ich trinke noch einen Happen. Ich wollte ja auch natürlich hier eine Basis... Ich wollte noch einen Wärmereaktor und sowas machen. Das machen wir alles später. Erstmal will ich sehen, wieso habe ich... Achso, ja, brauche ich. Erstmal will ich sehen, ob ich den Zyklop hier unfallfrei herkriege. Eigentlich sollte das funktionieren, aber hey, kann ich denn hier... Ich lasse mal alle Dinger an. So. Dann auf zum Zyklopen. Erstmal orientieren. Die Seemotte ist hier. Home Sweet Home brauche ich gerade eigentlich nicht. Das kann ich mal ausmachen. So, das Zyklopenwrack war auf der anderen Seite. Und an dem musste ich irgendwie vorbei, um nach oben zu kommen, glaube ich. Rettungskapsel. Solchen Forschungsstationen, da muss ich nicht hin. Bloody Mary, das ist diese Richtung. Vielleicht doch dann da nach oben? Okay, dann probiere ich das mal. Ich glaube zwar, dass die Richtung die falsche ist und ich mich letztes Mal verlaufen habe auf dem Weg dahin, aber wir probieren das einfach mal. Ich habe ja jetzt dieses Sprungtriebwerk und seitdem ist alles sehr viel einfacher. Das sieht gerade einfacher aus, als es ist. Ich glaube, da hinten war einfach kein Ausgang. Komme ich da in einem Satz bis rüber? Ja. Das ist einer von denen. Ich glaube, letztes Mal habe ich nicht rausgefunden. Das war, glaube ich, mein Hauptproblem. Genau, weil es hier nämlich nicht rausgeht. So einfach ist das. So einfach ist das. Ich muss nach da hinten. Da ist der Riesenschädel. So ein creepy Ding. Aber, oh. Und da war dann auch schon wieder der Leviathan. Alles klar. Okay, vielleicht muss ich mit dem Zyklopen auch einfach außen rum. Hier unter seinem unter ihm vorbeistapfen? Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, es hat mich von seiner Richtung abgebracht. Ich muss in diese Richtung. Schnell weg! Okay, das könnte genauso schwierig werden wie beim letzten Mal. Ich sehe das schon. Egal, jetzt bringe ich auf jeden Fall mal, oder versuche es, das
Tiefenmodul zum Zyklopen zu bringen. Und gegen die Nervosität hilft auf jeden Fall Dinge unterwegs einsammeln. Bin ich mir sicher. Okay. Ich bin weitergekommen, als ich dachte. Ich glaube, das ist einfach der falsche Weg, um ihn mit dem Zyklopen zu machen. Ist das der Weg nach draußen? Ja, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ah ja, ich höre auch schon wieder Warper und weiß ich nicht was. Und zwar eine ganze Menge davon. Uah. Ich glaube, meine Basis unten habe ich gar nicht so schlecht gewählt. Da sind keine Feinde, die mich mit mir ständig auf die Nerven gehen. Wo ist mein... Da. Und ich kann wenigstens in Ruhe Ressourcen sammeln. Und Kram machen. So, hier habe ich ja auch noch meine Basis. Hab ich denn da eigentlich ein Fahrzeug drin? Wie war denn das? Ne, hab ich nicht. Welcome aboard, Captain. Juhu! Systems online. Juhu! So, Erweiterungsmodule. Maschineneffizienzmodul, Tiefenmodul Stufe 1. Das nehme ich mal raus. Und Tiefenmodul Stufe 2 rein. 1300 Meter. Das ist schon mal... Oh, 500 war ich ein bisschen sehr wenig. Gut. Gut, gut, gut. So, und was war das andere? Wie sieht es denn mit Strom aus? Geht so. 84, 153. So, und hier baue ich jetzt den Schildgenerator. Zack. Den setze ich jetzt auch da drüben rein und dann schauen wir mal. Bildgenerator. Vielleicht hätte ich noch ein paar. Zyklop-Tiefenmodul 1. Ah, ich habe hier auch eine Modifizierungsstation. Prima. Ich hätte vielleicht. Was habe ich denn hier so? Ich war so lange nicht mehr da. Kreaturenei, Nickel, alles Mögliche habe ich hier. Oh, eine Kaffeemaschine. Jawohl. Das hat noch gefehlt. Ja, was habe ich hier noch? Was habe ich da noch drin? Kreaturenei, Gelsack. Können wir das noch dazu packen? Coffee completed. Das kommt hier noch mit rein. Den trinke ich mal. So, was habe ich unten noch? Kurz einen Überblick verschaffen. Quarz. Da ist noch einiges da. Kupfer, Gold und Silber, Blei. Magnetit ist interessant. Ja, habe ich. Diamanten. Aber wenn das hier abstürzt, dann habe ich ganz schön viel Kram wieder, den ich bergen muss. Säurekapseln. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe irgendwo im Schrank unten noch zwei Täuschkörper. Die habe ich jetzt leider nicht dabei. So, wie ist denn das hier mit... Habe ich hier irgendwas zu essen? Ja, Mensch. Dann esse ich doch lieber das statt der wertvollen Flaschen. Ich gucke noch mal kurz unten in die Basis, weil ich gar nicht mehr weiß. Also ich hatte da ein Ladegerät oder so für Energiezellen, aber mehr. Welcome aboard, Captain. Genau, Ladegerät, was zu essen. Ah,
auch nochmal. Computerchip, Magnetit, Polyanilin. Tja, Scannerraum, Reichweitenmodul. Das nehme ich mal mit. Das Tiefenmodul lasse ich hier. Ich nehme nochmal ein Polyanilin mit und ein Magnetit und... Ja, ich glaube, sonst brauche ich eigentlich nichts. Okay, irgendwo wollte ich noch so ein Beet aufbauen, das habe ich dann aber gar nicht mehr gemacht. Klingt nach Warper. So. Ja. Orientierung ist ja echt so eine Sache. Ich bin mir relativ sicher. Es gibt irgendeinen sehr viel besseren Weg, da runterzufahren, als den, den ich jetzt habe. Wie? Vor allem sollte ich jetzt mal rausfinden, wie ich diese Abwehrmaßnahmen einsetze. Das weiß ich nämlich tatsächlich noch gar nicht. Ich nehme an, draufklicken. Ich will es jetzt aber nicht ausprobieren. Oh, ich habe nur 77%. Naja, das wird schon reichen. Ich kann ja dann Energiezellen unten aufladen, falls ich es bis dahin schaffe. Ich bin nicht so richtig sicher. Engine powering up. So. Mir kurz mal die Himmelsrichtungen einprägen. Ich muss Richtung Norden. Alternativ. Keine Alternativen, ich muss Richtung Norden. So einfach ist das. Genau. Okay. Na gut. Ihr merkt schon, es gruselt mich. Ich mache hier mal einen größeren Bogen. Wie ist denn mein Reparaturstatus? Oh oh. Ich hoffe gerade nämlich so ein bisschen, dass ich vielleicht einen besseren Weg finde, als den vorbei am Leviathan. Das würde aber bedeuten, ich müsste hier irgendwo in die Höhle abtauchen. Oh. Ich meine, ich müsste da rein... gefühlsmäßig prima durchpassen, aber... Ich passe da nicht durch! Dammit! Moment, wo ist... hier ist vorne. Okay, vielleicht lieber hier unten steuern. Sonst ist dieses Ding Schrott, wenn es den Leviathan trifft. Das wäre schade. Aber ich wollte doch gucken, ob man hier links irgendwo reinkommt. Keine Ahnung. Ich dachte, ich könnte hier links fahren. Achso, wie ist mein Reparaturzustand? Okay. Aber vielleicht hätte ich doch nochmal die Batterien aufladen sollen. Aber hey, jetzt ist zu spät. So, wo bin ich? Hier ist vorn. Da war noch voll viel Platz. Ich wollte hier rüber. Nee, Moment. Das funktioniert so nicht. Diese Richtung, keine Ahnung, ob es da runter geht. Das müsste ich vielleicht erstmal
auschecken. Oder ich nehme halt doch die andere Richtung. Ah. Das ist echt gar nicht so einfach. Kann ich da unten nochmal anders abbiegen? Um zu verhindern, dass ich den Leviathan treffe? Wahrscheinlich nicht. So, was ist denn hier zum Beispiel? Passe ich hier durch? Uch. Es scheint zu gehen. Das könnte eng werden. Das könnte eng werden. Ich habe echt lange gebraucht, um mich von dem Leviathan, von dem traumatischen Erlebnis mit dem Leviathan. Oh. Irgendwie passe ich da nicht rein. So, wenn ich jetzt noch ein Stück nach unten gehe. Oh, Entschuldigung. Die haben auch schon alle Punkte. Ich glaube, ich hänge fest. Oh Gott. Mir scheint, ich habe zwar eine andere Höhle gefunden, aber noch nicht den Weg zu meiner Basis. Ich glaube, es geht links rum weiter. Ich weiß ja nicht, ob ich die Einzige bin, die sich so schwer tut, den Zyklopen zu steuern, weil ich finde, richtig steuern kann man eigentlich nur hier unten in diesem Kameramodus. Aber orientieren kann man sich eigentlich nur oben, wenn überhaupt. Ich habe keinen Schimmer, wann ich an dem Punkt bin, wo ein Leviathan sein könnte. Droht. Dann würde ich mal den leisen Modus versuchen. Wahrscheinlich ab hier. Wobei, es ist nicht mehr weit. Vielleicht habe ich doch einen besseren Weg gefunden. Das wäre natürlich super cool. Nein, das ist der Teil mit dem Leviathan. Ja. Kann ich... hier so links rumfahren? Es hilft ja alles nichts. Ich muss hier durch. Uiuiuiui. Diese Leviathane schaffen es wirklich, mir Respekt einzuflößen. Sie sind so nerven. Und weil der Zyklop so schnell kaputt war, dass ich es kaum glauben konnte. Mal gucken, wie ich hier überhaupt durchkomme. Wird nämlich ganz schön eng.
So, hier ist kein Durchkommen. Da hinten geht's runter. Oh, oh, oh. Oder? Was ist denn da hinten? Komme ich da weiter? Nee. Es hilft nichts. Ich muss in diese andere Richtung. Ich könnte in dieses Skelett reinfahren, aber dann komme ich wahrscheinlich auf der anderen Seite auch nicht mehr raus. Oh. Ich muss hier in der Mitte drüber fahren, weil sonst einfach nicht hoch genug ist. Vielleicht habe ich den Leviathan ja auch stark genug angebohrt. So, hier möchte ich runter. Oh nein, kein Licht. Oh, ich bin hier schon im... Moment. Hier... Da will ich hin. Okay. Wie seid ihr da bloß alle durchgekommen? Das sieht gut aus. Yay! Ich bin fast an meiner Basis. Fantastisch. Da ist sie. Ach, so ein Glück. So, kein Parkplatz. Engine powering down. Was lange nicht geklappt hat, hat jetzt doch funktioniert. Und was ich jetzt aber mache, bevor ich runtergehe, ist mal kurz meine leeren Energiezellen. Die kann bleiben. Austauschen. Ich habe ja noch volle. Da brauche ich auch gar nicht groß warten. Was habe ich hier noch drin? Der kann nämlich gleich angedockt bleiben. Oh, schön. Ich habe festgestellt, dass Tischkorallen direkt nebenan wachsen. Das ist mega praktisch. So, alle Taschen leer. Raus geht's hier. So. Möchte ich noch irgendwas mitnehmen? Vielleicht ein bisschen Magnetit. Und weniger Quarz, davon habe ich nämlich reichlich. Diamanten habe ich auch kaum noch. Oh, hier auch nicht. So. Muss ich auch gleich nochmal Sachen runtertragen. So. Welcome aboard, Captain. Sehr schön. Hier habe ich Magnetit. Ah, ich habe noch ein bisschen Magnetit. Dann holen wir die hier raus. Setzen die hier rein. Und die... So, die hier war fast leer. Nehme einfach nochmal ein paar volle mit. Dann kann ich viel anbrennen. Was ich jetzt als nächstes eigentlich noch brauche, ist Kyanit.
Die Diamanten bleiben noch da. Üch, kein Platz. Okay, dann packe ich die Diamanten. Nickel ist auch voll. Hier mit rein. Die Tischkoralle. Die packe ich mal hier mit rein. Dann habe ich noch einen Scanner, Raumreichweitenmodul und Polyanilin. Okay, da habe ich auch schon einiges. Jetzt muss ich nur noch kurz gucken. Habe ich hier schon Scannerraum-Reichweitenmodul? Das, was habe ich denn hier? Ja, habe ich schon. Kann ich die stacken? Also noch eins? Ich meine, macht das was, wenn ich da ein zweites reinmache? Ich glaube nicht. Es ändert nichts an dem, was hier angeboten wird. Okay, gut. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon wieder, so weit, dass die Folge vorbei ist. Ich werde jetzt noch schnell ein bisschen von dem Geraffel aus dem Zyklopen hier in die Basis räumen, weil ich dann wahrscheinlich eher den Platz brauche. Und mal gucken, was ich noch brauche für... Hierfür werde ich einen Schrank bauen. Den werde ich einfach innen... Ich habe ja Titan ohne Ende an jeder Ecke quasi. Und den werde ich im Zyklopen bauen, damit ich da ein bisschen Energiezellen, halt die 53er brauche ich ja eigentlich nicht, Vorrat habe. Und beim nächsten Mal fahren wir dann gleich mit dem Zyklopen und dem Krebs vorbei am Baum in die Tiefe, da wo es heiß ist und vielleicht Kyanid gibt. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!